Herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich bin immer besonders begeistert, wenn wir die Galerie auch mit wunderbaren Gästen füllen dürfen. Und wir haben mal wieder einen Schwarzer getroffen anscheinend. Das Thema interessiert, das Thema ist heiß, ist spannend, bewegt uns alle. Und ich bin stolz, so viele Frauen heute Abend begrüßen zu dürfen. Am 14.02., ich mache mir gar keine Gedanken, was die armen Männer alle jetzt alleine zu Hause machen. Schrecklich, ich nehme die Verantwortung auf mich und finde es ganz, ganz toll. Ich darf fürs Café Löffel sagen, wir haben auch über 70% Frauen. Insofern ist es für mich eigentlich der Normalzustand. Aber das ist ja nicht überall so. Und deswegen ist es eine wunderbare Aufgabe für mich, heute Abend erst Frau Dr. Alexandra Bochert vorstellen zu dürfen, die dieses wunderbare Heft Plan W mitgegründet, erfunden und aktuell als Redaktionsleiterin betreut. Sie dürfen auch alle eins mitnehmen. Wir haben ausreichend ausgelegt auf dem Nachhauseweg. Und Frau Bochert hat schon mal einen sehr erfolgreichen Salon bei uns hier im Januar letzten Jahres veranstaltet. Und das haben wir zum Anlass genommen. Alles, was bei uns funktioniert, machen wir eine Reihe draus. Und, die Törtchen sogar täglich, ne? Die Törtchen sogar täglich, genau. Und ich, bevor ich Frau Dr. Bochert das Mikro übergebe, habe ich die ehrenvolle Aufgabe, den Quotenmann in der Mitte vorstellen zu dürfen. Professor Dr. Dieter Wagner ist heute extra aus Berlin eingeflogen, genauer gesagt aus Potsdam, und ist mein Doktorvater. Und ich habe mir eingebildet im Setting des heutigen Abends, können vielleicht nachher darüber sprechen, ich wollte unbedingt einen Mann haben. Ich wollte nicht nur Frauen am Podium haben. Und eigentlich wollte ich einen bösen Mann haben, der das die alte Welt vertritt. Aber wir konnten uns nicht auf den bösen Mann einigen. Und jetzt haben wir einen Kompromiss. Professor Dr. Dieter Wagner war Jahrzehnte Frauenbeauftragter der Uni Potsdam. Kennt sich aus. Er war vorher in der Wirtschaft, als Personaler in großen deutschen Unternehmen. Also kennt sowohl die praktische Seite als auch die akademische Welt. Hat auch zu dem Bereich geforscht. Ist aktuell Geschäftsführer der Uni Potsdam Transfergesellschaft, hatte bis vor kurzem einen ganz tollen Organisations- und Personallehrstuhl an der Uni und hat uns sicher viel zu erzählen und wird sicher von den Damen heute Abend gechallenged werden. Ich freue mich drauf. Und jetzt übergebe ich feierlich an Frau Bochert und freue mich, dass wir so zahlreich da sind. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt gerade so gedacht, wenn wir hier nur einen guten Mann haben, vielleicht finden wir noch einen Bösen im Publikum. Aber das wird schwer, glaube ich. Also die Herren können schon mal in Deckung gehen. Ja, ich stelle Ihnen einfach mal die Gäste vor. Und zwar, wir bei der SZ machen das immer ganz gerecht, ganz alphabetisch einfach. Sie haben heute das Vergnügen, außer mit Herrn Professor Wagner, der Ihnen schon so nett vorgestellt wurde, mit Dr. Caroline Grün, Frau Dr. Grün, auf der ganz anderen Seite. Sie ist Gründerin und Partnerin der Geneva Consulting and Management Group, seit über 20 Jahren im Executive Search Geschäft, Headhunterin, sagt man ja, darunter kennt man es. Sie haben letztes Jahr sogar den schönen Titel bekommen, Headhunter of the Year. Ja, wenn wir auch mal sehen, was Sie so besonders gut machen nachher. Sie sind auch noch zusätzlich als Business Mediator zertifiziert und als Coach für Burnout-Prophylaxe. Das passt ja dann vielleicht auch zu dem Frauenthema möglicherweise. Ja, und studierte Betriebswirtin. Frau Dr. Grün, bitte einen Applaus für Frau Dr. Grün. Ich springe jetzt so ein bisschen hin und her, weil neben mir sitzt Frau Dr. Inga Stoll. Sie ist die hat echt so einen Titel. Gut, dass ich hier Kärtchen habe, weil alleine würde ich es nicht hinkriegen. Leiterin herstellbedingte Werkstoffeigenschaften und Werkstofftechnik. Das müssen Sie nicht auswendig lernen, aber sie ist bei der MTU. Das weiß hier jeder, was das ist. Bei der MTU AG, eine der ersten, die da überhaupt in Führungspositionen war. Sie hat ihre gesamte Karriere in dem Unternehmen verbracht. Ob das gut ist, das können wir vielleicht nachher auch noch bereden. In Erlangen-Nürnberg studiert und an der TU Clausthal promoviert. Bitte Applaus für Frau Dr. Stoll.
Genau. Und dann die beiden Damen, die den Herrn Professor Wagner so schön einrahmen. Das sind weiter weg von mir Frau Dr. Nadja Tschirner und näher dran an mir Frau Simone Schönfeld. Ich stelle sie jetzt einfach mal zusammen vor, weil sie kennen sich auch schon lange, wenn ich das so richtig mitkriege. Sie sind Gründerin und Geschäftsführerin der Cross Consult Gesellschaft, einer Unternehmensberatung für Talentmanagement und innovative Organisationsentwicklung. Und was Sie gemacht haben, ich wurde hier vorhin nach Product Placement gefragt, ist gemeinsam ein Buch geschrieben, haben Sie es erst ganz zum Schluss. Ne? Sie haben es vor allen Dingen erstmal zusammengetragen und recherchiert, was sicherlich sehr viel Arbeit war. Der Titel ist nämlich Clever aus der Abseitsfalle, da steht's, Product Placement. Ja, ich wollte das nicht machen, bei der SZ muss man immer vorsichtig sein mit Werbung und Parteinahme. Also Clever aus der Abseitsfalle heißt das Buch, wie Unternehmen den Wandel zu mehr Frauen in Führung gestalten. Und das ist auch das Thema heute Abend. Also Applaus für Frau Dr. Tschirner und Frau Schönfeld. Genau, eigentlich wollte ich Sie gleich mal was zu Ihrem Buch fragen, aber habe mich umentschieden, weil erstmal ist es immer ganz gut, ans andere Ende des Tisches zu gehen. Frau Dr. Grün, wir hatten so ein Vorgespräch und da sagten Sie mir heute Morgen, gut ausgebildeten Frauen stehen die Türen weit offen. Kein Problem mehr. Ist das so? Also in der Tat ist es bei uns so, wir arbeiten sehr viel für die großen Konzerne, für DAX-Unternehmen. Und da ist es in der Tat so, da stehen die Türen sehr, sehr weit auf, insbesondere für die Führungskräfte. Wir haben zum Teil in den letzten Jahren auch schon Suchen gehabt, die ganz ausdrücklich auf Frauen abgezielt waren. Also da durften wir eigentlich nur Frauen präsentieren, wenn sich tatsächlich ein Mann zufällig beworben hat oder davon gehört hat und sich da ins Spiel gebracht hat, mussten wir an dem vorbeigucken, haben ihn natürlich eingeladen, aber konnten ihn eigentlich nicht präsentieren, weil die Vorgabe war, nur eine Frau zu besetzen. Und die Männer wussten das nicht vorher? Naja, also wir haben, wenn man in die Direktansprache geht, irgendwie gar keinen Mann erst angesprochen. Wenn sie es dann erfahren haben, irgendwie haben wir sie mit aufgenommen, um nicht gegen das AGG zu verstoßen. Aber theoretisch hatten sie keine Chance. Weil Sie jetzt hier gerade, damit Sie hier nicht satt und lethargisch werden nach dem netten Essen, frage ich jetzt gleich mal ins Publikum. Frauen stehen die Türen weit offen. Wer würde da zustimmen? So mal Hand heben. Okay. Und wer sagt, Frauen, ja, ist ganz schön schwierig mit der Tür und erstmal die Tür finden und dann auch noch durchgehen und so weiter? Wer sagt das? Okay, gut, das legt so ein bisschen die Basis an. Es ist fast ausgeglichen eigentlich. Ne? Also man muss natürlich schon unterscheiden, mittelständische Unternehmen, inhabergeführte Unternehmen und Großkonzerne. Also da sind die Welten schon noch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und wer ist der, also das heißt, Mittelständler ist schwieriger, verstehe ich das? Es gibt mittelständische Unternehmen, da ist die Frauenförderung sehr, sehr intensiv und auch die, die von Frauen geführt sind. Aber es gibt natürlich auch immer noch die traditionell geführten Inhaber, männlich geführten mittelständischen Unternehmen, da haben Frauen sehr wenig Chancen. Da gehe ich doch jetzt gleich mal zu unseren, zu den beiden, ja, Buchherausgeberinnen, Autorinnen. Sie haben hier eine Erhebung gemacht von sehr vielen Unternehmen. Sie haben ein Memorandum für Frauen in Führung 2010 schon ins Leben gerufen. Das ist heute jetzt von 17 Unternehmen unterzeichnet. Ist das Ihre Erfahrung? Deckt sich das, dass das im Mittelstand ein bisschen schwieriger ist, bei den Großen leichter? Was können Sie da sagen? Erzählen Sie doch einfach mal ein bisschen aus Ihrer Recherche. Zunächst mal das Memorandum. Wir freuen uns, dass letzte Woche ein 18. Unternehmen unterzeichnet hat, die Bayerische Versorgungskammer. In der Tat haben wir in diesem Memorandum ausschließlich größere Unternehmen. Da ist der Mittelstand bisher so noch nicht vertreten. Also was die Stadt München ist auch ein großes Unternehmen. Ja, also wenn man sich die Beschäftigtenzahlen anschaut, in der Tat, genau. Und von daher können wir das jetzt auf den Mittelstand an der Stelle so gar nicht sagen. Aber ich denke, entscheidend ist wirklich auch die Notwendigkeiten, die entstanden sind.
die ja einerseits durch das Gesetz zur gleichberechtigten Teilhabe, durch die Diskussionen, die seit vielen Jahren existieren. Das Memorandum war ja jetzt vor 7 Jahren ein Schritt, wo wir gesagt haben, 10 Jahre davor, Selbstverpflichtung der Unternehmen hat nicht funktioniert. Und wir erleben ja jetzt, dass immer mehr Diskussionen entsteht und von daher, ja, denke ich, gehen die Türen auf und im Mittelstand ist eine andere Situation. Ich würde gerne noch was ergänzen. In der Tat messen wir ja auch im Memorandum die Anteile der Frauen auf den verschiedenen Führungsebenen und auch die der Männer natürlich. Und ich kann dem total zustimmen, wenn es jetzt um die unteren Führungsebenen geht. Also wenn wir die Teamleiterinnen oder auch die Abteilungsleiterinnen uns anschauen, da sehen wir jetzt in diesen 6 Jahren, wo wir auch mit diesem Benchmark gemeinsam gemessen haben, einen sehr deutlichen Anstieg der Anteile von Frauen in Führung. Wir sehen aber auch, dass am oberen Ende, ich meine, das wissen wir alle aus der Presse, nichts passiert. Da sind die Zahlen stagnierend, da hängt es natürlich auch von einer Person ab, ja, ob die Prozente rauf oder runter gehen. Und da merken wir einfach eine unglaubliche Beharrlichkeit der Ist-Situation und die ist in der Regel bei, naja, sagen wir mal nicht 100, aber vielleicht 80%, 90% männlichen Vorständen. Und da würde man sich schon wünschen, dass natürlich in der gesamten Führungsspanne mehr Bewegung entsteht. Bisher gelingt uns das in der Tat auf den unteren Führungsebenen. Und woran Schnellanalyse? Ich meine, wir wissen es alle so ein bisschen, aber woran liegt's? Naja, woran liegt es? Das ist eine gute Frage. Also wenn wir da heute am Ende der Diskussion ein bisschen näher dran sind, ich glaube, wir wissen, dass es daran an vielen Faktoren liegt. Ja, es liegt natürlich daran, dass Frauen irgendwann in eine Familienphase kommen, da auch priorisieren hinsichtlich des Themas, möchte ich eine Familie gründen oder auch nicht. Es liegt aber natürlich auch am Thema Stereotype. Wer passt in eine Führungskultur? Personalauswahl erfolgt auf den höheren Ebenen. Ich sag's mal, immer weniger nach einer Systematik, da können wir gerne diskutieren, sondern sehr stark orientiert am Thema Vertrauen. Von wem glaube ich, dass sie oder auch er diese Funktion, diese Aufgabe in der Art und Weise ausführt, wie ich glaube, dass es richtig und gut ist und wie das Unternehmen auch in die Zukunft geführt werden sollte. Wir wissen aber auch, dass die Frauen untereinander nicht nur immer unterstützend sind, sondern da auch manchmal sich wechselseitig nicht die Türen aufmachen, sondern wieder halb zu. Also es gibt eine irrsinnig große Gemengelage, die in der Tat immer wieder dazu führt, dass es offensichtlich nach oben immer schwieriger wird. Und da bin ich auch gespannt, was noch heute so auf dem Podium kommt. Gut, ja, das war jetzt mal schon eine ganz ausführliche Analyse. Wir werden sicherlich zu einigen Punkten noch kommen. Aber jetzt einfach mal an den Mann in der Mitte, Herr Professor Wagner, gefragt. Sie sind ja nun schon sehr lange im Geschäft, lange Frauenbeauftragter. Wie wird man eigentlich als Mann Frauenbeauftragter? Das hat mich auch interessiert. Also ich muss sagen, das ist etwas irreführend. Also ich war an der Universität Potsdam mehrere Jahre Prorektor und Vizepräsident, und zwar für den Transferbereich, Wissens- und Technologietransfer. Und in dieser Eigenschaft als Vizepräsident war ich der Ansprechpartner der Gleichberechtigungs-, also der Gleichstellungsbeauftragten. Also ich war nicht selbst jetzt der Gleichstellungsbeauftragte, das gibt es ganz selten. Aber wir haben sehr eng zusammengearbeitet und was also verschiedene Audits betrifft, wie familiengerechte Universität, Hochschule oder Total Equality Projekte, da waren wir also sehr, sehr aktiv. Und anknüpfend auf das, was eben hier auch erzählt wurde, es ist doch ganz klar, also die Schülerinnen sind in der Regel besser als die Jungs. Und es ist auch klar, aus verschiedenen Gründen, dass die Abschlüsse an den Hochschulen, also da sind die Frauen auch besser. Es gibt dann auch damals schon, vor vielen Jahren, sagen wir mal Unilever, die Assessment Center gemacht haben, wo die sagen, was machen wir denn mit den gut ausgebildeten Frauen, wenn die nach ein paar Jahren Kinder bekommen und weggehen, wie können wir die halten? Das ist ja auch ein betriebswirtschaftliches Problem. Ne? Sie wollen ja die Kosten auch wieder reinholen, das muss ich ja auch mal sagen. Also auch an der Universität, wenn Sie die Absolventinnen nehmen, wenn Sie die Assistentinnen nehmen, das hat sich mittlerweile
egalisiert, also doch schon halbe-halbe. Aber wir beobachten dann, und das ist ähnlich bei den Großorganisationen, dass dann ein Pfropfen kommt, wenn es um die mittleren bis höheren Positionen geht. Und da ist eigentlich interessant, dass in der, um nochmal aus dem Hochschulbereich zu kommen, in der früheren Exzellenzinitiative, die schon ein paar Jahre her ist, jetzt haben wir ja die dritte Phase im Moment, die ausländischen Wissenschaftsorganisationen festgestellt haben, dass wir im internationalen Vergleich weniger Professorinnen haben als in den anderen konkurrierenden Ländern. Und daraufhin hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die eigentlich eine recht konservative Organisation ist, Auflagen erteilt an die Hochschulen, an die ganzen Kollegen, dass sie da was tun müssen. Und da bin ich schon der Meinung, die Frage ist, ob man das in Unternehmen genauso machen kann. Es gibt dann Frauenförderpläne, wo man genau guckt, wann werden Stellen frei, wie kann man die Frauen fördern. Das ist auch ein Führungsproblem. Das sind viele einzelne Schritte, die man machen muss. Und ich kann mir abschließend noch sagen, vorstellen, dass die Großindustrie das sogar auch in findet, also modern findet. Es gibt ja auch die Vorschrift im Aufsichtsrat, dass 20% Frauen sein sollen und dass dann möglichst viele auch im Vorstand sind. Das schmückt ja auch das Unternehmen. Und da ist aber jetzt eine Lücke, das stellen Sie fest. Weil irgendwo bricht das ab, wegen Familie oder es sind verschiedene Gründe, über die wir ja noch diskutieren können. Genau, was ist denn Ihre Schnellanalyse, woran liegt? Sie sagten mir, Sie haben 3 Kinder, 2 Söhne, eine Tochter, 7 Enkel, da weiß ich nicht, wie viele Mädchen und wie viele Jungs. Und Sie haben mir gesagt, so die Söhne haben es schon leichter, oder? Haben Sie gesagt. Naja, wir haben einen Fall, dass der eine Schwiegersohn, also ist ja bei 2 Söhnen und einer Tochter gibt es ja nur einen Schwiegersohn, der ist jetzt mittlerweile BWL-Professor, genauso wie ich, also wo die Tochter sagte, sie möchte eigentlich einen anderen Schwiegersohn haben, als ihr Vater damals war, aber jetzt hat sie wieder denselben. Und der ist also wohl bestallt und die Tochter hat in Medizin mit Summa Cum Laude, übrigens hier an der LMU, promoviert und sollte eigentlich habilitieren, wobei man sagen muss, so richtig wollte sie es vielleicht auch nicht. Und da ist man bei dem Punkt Selbstvertrauen, Unterstützung. Und werden Sie mal als Mutter mit 3 Kindern Professorin in Medizin, wo Sie im Labor stehen und, da haben Sie es viel schwerer. Da brauchen Sie jemanden, der Sie unterstützt. Das war für den Schwiegersohn dann leichter. Das wollte ich da nur sagen. Also Familie, großes Thema, da reden wir auch sicher drüber. Jetzt zu Ihnen, Frau Dr. Stoll. Sie haben mir ja so ein bisschen Ihre Karriere so geschildert, als ob es da gar kein Problem gegeben hat. Und genau. Und Sie haben auch so gesagt, na, es liegt auch ein bisschen an den Frauen. Erzählen Sie von Ihrer Karriere. Also gut, meine Karriere, das würde ich jetzt mal ein bisschen kleiner fassen sozusagen. Ich hatte im Vorgespräch tatsächlich gesagt, dass ich das Thema Nachteile dadurch, dass ich eine Frau bin, bei mir im Unternehmen nicht erlebt habe. Ich bin in einem sehr technischen Bereich unterwegs und bin da am Anfang selbstverständlich die erste Frau gewesen. Damals gab es bei uns im Bereich wenig Frauen und ich habe es sehr häufig als Vorteil wahrgenommen. Es ist ein Thema, was ganz einfach ist das Thema Bekanntheit. Wenn Sie neu in einem Unternehmen sind, wenn Sie der 100. Mann im schwarzen Anzug sind, kennt Sie keiner. Wenn Sie die einzige Frau in der Runde sind, werden Sie gesehen. Und ich habe da viele Vorteile auch dadurch erlebt, dass ich eben jetzt als Frau in einem Männerbereich arbeite. Okay, also ist alles ganz glatt nach oben gegangen? Nee, es hat sehr, sehr lange gedauert. Also für meinen Geschmack zu lange, sozusagen. Es ganz glatt kann man das jetzt auch nicht sagen, aber jetzt dieses, was man die Vorstellung, dass man sagt, unter vielen Männern ist es für Frauen besonders schwer, das konnte ich nicht sehen bei uns. Ja, nun sind Sie auch bei einem Unternehmen geblieben. Also es gibt schon auch Studien, die tatsächlich sagen, dass es für Frauen günstiger ist, in einem Unternehmen zu bleiben, weil man sie dann kennt und dann haben sie sich irgendwann, wenn sie Glück haben, wirklich bis ganz nach oben entwickelt. Also General Motors ist dann ein gutes Beispiel. Die erste Chefin eines großen Autokonzerns, Mary Barra, die hatte auch niemand auf dem Zettel, aber sie war halt immer gut. Wohingegen es für Frauen offensichtlich nachteilig ist, wenn sie öfter mal wechseln, weil sie dann immer wieder sich rein kämpfen müssen. Aber Sie sind natürlich auch
noch nicht ganz oben. Also da ist ja auch noch so ein bisschen. Ja, das ist. Ja, das, nee, stimmt, das ist dann wahrscheinlich nochmal, ich weiß nicht, Frau Dr. Grün, so dieser Schritt nach ganz oben, da ist es dann wahrscheinlich auch nicht mehr so der Vorteil, die Frau zu sein, die auffällt, oder? Sie können auch hier mal. Naja, also man muss dann natürlich schon einfach dran arbeiten, also die gesamte Karriere entlang und sich immer wieder präsentieren, immer wieder nach vorne bringen, immer wieder irgendwie sichtbar machen, sei es bei Veranstaltungen, durch Netzwerken, durch andere Verbindungen, die man irgendwie schaffen kann, sonst kommt man nicht nach ganz oben. Jetzt ist im Moment natürlich die Phase, da brauchen die Unternehmen weibliche Führungskräfte, da geht es im Moment ein bisschen leichter. Aber die ersten Positionen wurden ja hauptsächlich mit HR-Damen befüllt. Dann der nächste Schwung war Finance. Und jetzt wird ganz dringend, werden Damen gesucht, die aus den technischen Bereichen kommen. Also sei es Forschung, Entwicklung, Ingenieursdisziplinen aller Art, IT. Also auch da hatten wir eine Suche, irgendwie, da wurde ganz dringend eine im obersten Level Dame gesucht im IT-Bereich und es sollte eine Dame sein und wir hatten wirklich das Dilemma, die Männer waren tausendmal besser qualifiziert in dem Umfeld, weil die Damen einfach noch nicht so weit sind. Also da gab es vielleicht 2, 3 Professorinnen, die in dem Level das Niveau abgedeckt haben, aber es sollte eine Frau sein und es wurde dann tatsächlich auch eine Frau, aber damit ist dem Unternehmen und den Frauen auch kein Dienst erwiesen. Das ist dann wiederum sehr, sehr schade, aber grundsätzlich ja, ist das der Weg nach oben natürlich auch nach ganz oben, dann mit Netzwerken und viel sichtbar machen verbunden. Sonst funktioniert es nicht. Sagen Sie das den Frauen dann auch offen? Eigentlich sind sie noch nicht so weit. Ich meine, so als in ihrer Position hat man natürlich auch, man möchte zum Abschluss kommen, man weiß, da wird dringend eine Frau gesucht. Sie verdienen ja auch daran. Ja, schieben Sie auch Frauen dann mal nach ganz oben, wo Sie selber so insgeheim denken, ist vielleicht noch nicht so? Nee, also weil das kann ja nicht funktionieren. Also auch für die Frau, der tue ich auch keinen Gefallen damit, wenn die in der Position ist und nach einem halben Jahr merken dann alle Beteiligten, dass sie die Anforderungen nicht erfüllt oder dass sie das irgendwie nicht schafft. Also wann immer es geht, eine Frau tatsächlich zu positionieren, bin ich sofort dabei und würde sie da ganz nach vorne bringen. Aber wenn ich merke, sie erfüllt die Anforderungen nicht, dann ist es für sie auch kein Gefallen, denn dadurch ist sie sehr schnell verbrannt. Dann kommt sie an eine Position, ist sichtbar, dann werden die ersten Unruhen kommen dann aus dem Unternehmen. Es ist ja sowieso schon schwierig für die meisten Frauen, dann von außen in das Unternehmen zu kommen. Dann haben sie auch nicht die internen Netzwerke, die dann vielleicht andere männliche Bewerber haben im Gegenzug. Und dann verbrennt man sie zu schnell. Das heißt, was muss denn jetzt eigentlich passieren? Ich meine, wie Herr Professor Wagner hat ja schon gesagt, also die Frauen machen die besseren Schulabschlüsse, Uniabschlüsse. Es ist ja in vielen anderen Ländern sogar so, dass es auch mehr Frauen in technischen Fächern gibt oder auf jeden Fall da sehr, sehr große Gleichheit herrscht. Also gerade in Lateinamerika oder auch in Asien zum Teil oder in Osteuropa gibt es ja sehr viele Frauen, die technische Fächer ganz selbstverständlich studieren. Trotzdem ist diese Erfahrung, diesen letzten Schritt, den schaffen dann doch so viele nicht und deswegen sind auch viele Frauen frustriert. Oder man guckt sich auch im Silicon Valley guckt man sich das ja auch an. Da gibt es ja auch genug Frauen, die einen technischen Background haben, dann aber sich von einer bestimmten Kultur so abgeschreckt fühlen, dass sie dann einfach doch nicht weiterkommen. Wie schafft man das, da diese, ja, jetzt muss ich das blöde Wort wieder verwenden, gläserne Decke irgendwie zu durchbrechen? Herr Professor Wagner, möchten Sie was sagen? Ja. Also ist eine schwierige Frage, ne? Aber es gibt, fällt mir gerade ein, eine Untersuchung, die vor einiger Zeit vom Wissenschaftszentrum Berlin gemacht wurde, über die Karriereverläufe von Männern, also Jungs, und von Frauen. Und bei Männern ist das häufiger so, also wenn die jetzt, ist ja die Frage, was sie werden, also im Top-Management, viele kommen aus Ärztefamilien, kommen aus Juristenfamilien, aus der oberen, mittleren Mittelschicht. Es kommen ganz selten Leute aus der Arbeiterklasse, die da hochkommen. Aber es gibt Karriereverläufe, die durch Vorbilder sehr stark in der Familie auch geprägt sind. Bei Frauen ist das so nicht, sagt diese Untersuchung. Und da brauchst du Mentoren. Das können also Mentoren sein in der Firma, also die sagen, Mensch, du bist doch super, ich helfe dir. Also ein Modell.
Ein anderes, was ich bei meiner damaligen Präsidentin an der Uni, bei Frau Kunst, entdeckt habe, die hat 2 Doktortitel, 3 Kinder haben die. Der Mann ist immerhin Bankdirektor geworden, aber der hat jetzt nicht nach, sagen wir mal, der Top-Position sich gedrängt. Beide hatten die Vorliebe auch für viele Reisen, also im Ausland zu arbeiten. Und da muss es einen Pakt in der Familie gegeben haben, dass er dann einen Schritt zurückgetreten ist. Und sie sagt dann auch, ja, das habe ich auch im Vorgespräch gesagt, die Kinder haben immer gesagt, du hast das Wort irgendwie erfunden. Also irgendwie schlagen wir uns schon durch und dann bin ich wieder da oder wie auch immer. Und da hat die Frau dann auch ein Selbstbewusstsein, muss man sagen, wo die Präsidentin der Uni Potsdam war, Ministerin in Brandenburg, jetzt ist an der Humboldt-Universität, war auch eine Zeit lang im akademischen Auslandsdienst die Chefin, wo man sagt, das ist so ein Jobhoppen, machen das sonst eigentlich nur Männer. Aber die hat klare Ziele, die hat ein Selbstbewusstsein und das wird von zu Hause, vom Mann und auch von den Kindern unterstützt. Das ist so meine Beobachtung. Also so ein Geheimpakt in der Familie. Das waren jetzt 2 Stichworte, die treffen eigentlich bei Ihnen voll zu. Ja? Also Geheimpakt in der Familie offensichtlich und starker Mentor. Vielleicht können Sie einfach, dann nehmen Sie einfach mal mein Mikrofon. Also wie das bei mir aktuell auch ist, ist mein Mann ist zu Hause gerade, passt auf die Kinder auf, deswegen kann ich hier sein. Und ich persönlich bin relativ davon überzeugt, dass man tatsächlich diesen Ausgleich irgendwie braucht. Also solange die Kinder zumindest klein sind, beide Eltern nicht da, das wird schwer funktionieren. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, jeder steckt so ein bisschen zurück, das funktioniert auch nicht, weil dann funktionieren beide Jobs nicht richtig. Also irgendwie eine Entscheidung war für uns einfach notwendig und mein Mann ist da derjenige, der klar sagt, er macht das Thema Kinder, Familie, Haushalt. Sehr schön. Ja. Und zum Thema Mentoring kann ich sagen, ich hatte tatsächlich auch in der MTU das Glück, ich hatte von Anfang an einen Vorgesetzten, der mich eigentlich damals als junge Ingenieurin sehr bestärkt hat und gesagt hat, da ist doch noch mehr drin. Wie schaut's aus? Ich hatte immer dieses, ich würde gerne, aber ich denke vielleicht auch typisch weiblich, ich habe mich nicht hingestellt und habe gesagt, das bin ich. Meine Kollegen haben das gemacht, also meine Kollegen haben gesagt, hier ich. Und ich habe immer gedacht, man wird es ja sehen, ich kann es ja, irgendjemand wird mich ja fragen und das funktioniert nicht. Und da hatte ich meinen damaligen Chef, der immer gesagt hat, also komm, jetzt trau dich. Okay. Das war jetzt ein klassischer Moderatorinnenfehler, 2 so tolle Themen irgendwie in einer Frage zu verpacken, mache ich nie wieder. Bleiben wir einfach nochmal beim Thema Familie. Ich wollte das eigentlich erst nach weiter hinten schieben, weil ich ja auch zutiefst davon überzeugt bin, dass es wirklich nicht der einzige Grund ist, aber doch ein sehr wichtiger. Sie nickten so ein bisschen, Frau Dr. Grün, so mit diesem Geheimpakt. Ja? Ist das auch Ihre Erfahrung, auch wenn Sie Frauen in Führungspositionen anschauen? Sie haben ja auch mit vielen Topfrauen zu tun. Also in der Tat, sehr viele der Top-Managerinnen haben einen Hausmann zu Hause, der sich um die Kinder und die ganze Familienstruktur kümmert. Und die Männer sind dann sehr oft freiberuflich tätig und haben einfach die Möglichkeit, sich die Zeit einzuteilen. Oder aber sie sind komplett kinderlos, wenn überhaupt in einer Beziehung. So. Und das ist dann tatsächlich der Preis, den diese Frauen auch dafür zahlen. Und das ist ein sehr, sehr gängiges Modell, leider. Das ist der eine Bereich, der mir auffällt. Der andere Bereich ist, dass ich auch schon mit ein paar Damen gesprochen habe, die mir dann sagten, naja, also das eine ist die Familie, aber das andere ist auch, wie finde ich mich als Frau zurecht in dieser Männerstruktur? Also das heißt, eine Vorstandsfrau, die auch für den operativen Bereich zuständig war, und dann sagte, ja, wenn ich mit meinem Team Erfolge feiern möchte, dann ist normalerweise der Ablauf so bisher gewesen, wir gehen dann zusammen zum Essen, danach geht man in eine Bar und danach in noch ein anderes Etablissement und spätestens ab der Bar will sie nicht mehr mitgehen. Und natürlich gar nicht. So, und das sind einfach Themen, die noch nicht richtig gelöst sind oder die noch nicht richtig adressiert sind. Und das ist da in dem Fall eine Männerdomäne und das hat ihr aber unheimlich an Akzeptanz geschadet.
dass sie da nicht so mitmachen konnte. Und da hat sie die Leute auch nicht richtig hinter sich gebracht. Das Ende vom Lied, sie hat diesen Job nicht mehr, aber auch, weil sie eben diese internen Netzwerke nicht hatte. Aber auch da irgendwie ein Thema, was schon natürlich relativ frauenspezifisch ist. Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz, damit wir nicht allzu sehr springen, beim Thema Familie bleiben. Aus der Absatzfalle in dem Buch, die ganzen Unternehmen, die Sie untersucht haben, welche Rolle spielte da das Thema Familie? Oder ist das dann das überragende Thema oder ist das auch ein Thema, wo man eigentlich gut Lösungen finden kann? Na, so ein bisschen die Problematik, die wir sehen, ist, dass jahrelang ja immer nur dieses Thema in den Blick genommen wurde, als gäbe es nichts anderes und als würde es nur daran liegen. Und was wir einfach sehen, ist, zum Glück sehen, ist, dass das Thema immer mehr aufgefächert wird, ja? Dass da diese Netzwerke, die vorhanden sind, in den Blick geraten, dass da Arbeitszeiten, Präsenzzeiten in den Blick geraten, dass da Beurteilungsverfahren in den Blick geraten. Also für uns ist das an der Stelle eine sehr positive Entwicklung, dass man sich eben nicht mehr nur noch auf das Thema Vereinbarkeit stützt. Viele Unternehmen, die nach außen transportieren, was sie Gutes tun und auch die Unternehmen, die im Memorandum sind, haben alle das gängige Repertoire an Kinderbetreuungsmöglichkeiten etc. Aber auch wenn wir da dann wieder genauer hinschauen, sehen wir einfach, dass natürlich diese Krippenplätze, die zur Verfügung gestellt werden, ein Tropfen auf den heißen Stein sind, auch wenn da viel Bemühen dahinter steht. Wir sehen auch, dass es dann weitergeht, die Kinder werden älter etc. Da gibt es dann wenig Unterstützung. Die spannende Frage ist für uns in der Tat, ist ein Unternehmen in der Lage, die Vielschichtigkeit dieses Themas wahrzunehmen und in der Tat zu erleben, dass es in jeden Arbeitsbereich reinspielt. Und daher für uns wichtig ist, nicht mehr auf dieses Familienthema zu reduzieren, weil ich würde ganz gerne nochmal auf das zurückkommen, was Frau Stoll vorhin gesagt hat, dass sie sagt, naja, als Frau habe ich es da eigentlich gut gehabt, weil man hat mich ja gleich gesehen. Jetzt würde ich gerne ketzerisch mal nachfragen, wo denn die Männer, sind die Männer alle auf der gleichen Ebene, die mit Ihnen eingestiegen sind, oder sind die an Ihnen vorbeigezogen in den letzten Jahren? Also muss ich sagen, bei mir im Bereich sind die tatsächlich auf der gleichen Ebene noch. Also bei mir im Bereich. Wobei Sie sagten ja vorhin, es hat lange gedauert. Ja. Gut, also nicht mehr auf Familie nur reduzieren, wobei Familie ein wichtiges Thema ist. Und ist dann aus Ihren Feldstudien ergibt sich dann da auch diese These, die jetzt hier geäußert worden ist, in der Partnerschaft zwei, die richtig Karriere machen, das ist schwierig? Oder haben Sie auch Gegenbeispiele? Nein, auch wir erleben natürlich in der Praxis, dass wir zum Beispiel jetzt auch im Rahmen der Cross-Mentoring-Programme viele erfolgreiche Frauen erleben, die dann phasenweise gerade auch familiäre Konstellationen gesucht haben, wo dann eben die Männer den Frauen den Rücken freigehalten haben. Trotzdem finde ich das kein Erfolgsmodell, denn wir kennen ja alle diese sehr erfolgreichen Frauen, die entweder komplett auf Familie verzichtet haben oder wo wir auch sagen, naja, die sehen ihre Kinder ja gar nicht mehr. Und das können keine Vorbilder für junge Frauen sein, die genau an dieser Entscheidung stehen. Und ich denke, das ist genau das Dilemma, in dem wir uns immer noch bewegen. Entweder Karriere oder Familie. Und ich denke, da müssen wir raus, in der Tat. Und da können wir nur dann raus, wenn wir auch darüber nachdenken, quasi, was hat das mit dem Thema Führung zu tun? Was hat das mit dem Thema Arbeitszeitumfang insgesamt zu tun? Was hat das mit dem Thema Präsenz im Unternehmen zu tun? Was hat es mit dem Thema flexible Arbeitsmodelle, Homeoffice-Regelungen quasi zu tun? Und ich glaube, da muss sich eine ganze Menge noch in den Unternehmen verändern. Die Erfahrung ist, dass da vieles möglich ist, wenn man auf Personen guckt, die man gerne halten möchte. Aber so eine ganz generelle Kultur zu verändern, einfach ein dickes Brett zu bohren ist bei allen Beteiligten. Die manchen sind da schneller unterwegs, manche ein bisschen langsamer. Hat immer was auch natürlich mit den Produkten, mit den Produktionszyklen, den Innovationszyklen zu tun, aber ist einfach noch ein dickes Brett zu bohren. Dann würde ich doch jetzt einfach mal ganz positiv und optimistisch auf diese Frage eingehen. Was funktioniert denn wirklich richtig gut? Was sind da so die Erfahrungen aus Unternehmen, die Sie gesammelt haben, auch jetzt für Ihr Buch? Also richtig gut funktionieren in der Tat
Mentorenprogramme. Ich glaube, das kann man schon sagen. Also wie Frau Stoll es gerade auch angesprochen hat und wie Sie es auch benannt haben, natürlich brauche ich Förderer, ich brauche Unterstützer, ich brauche in der Organisation Menschen, die mich sehen und die mir Vertrauen schenken. Denn das ist auch schon angesprochen worden, Frauen haben immer wieder damit zu kämpfen, quasi, dass ihnen nicht per se das Vertrauen entgegengebracht wird, sie wird das schon wuppen, sondern dass ich immer wieder aufs Neue gefordert bin, unter Beweis zu stellen, dass ich es schaffe. Und da Mentoren im Unternehmen, aber auch außerhalb zu haben, zu sagen, die begleiten mich, die machen mir Mut, die unterstützen mich auf einer persönlichen Ebene und geben mir aber auch, ich sag mal, vielleicht eine Art, ja, einen strategischen Diskussionspartner, wie packe ich das clever an, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Element, wo wir jetzt über die Jahre merken, dass einfach die Frauen sehr, sehr stark aus diesen Programmen profitieren können. Also das ist sicherlich eines der Erfolgsmodelle. Ein Ansatz noch dazu, der ist mir haften geblieben, auch aus einer McKinsey-Studie, wo es hieß, Frauen sind eigentlich, das war Englisch, over-mentored and under-sponsored, also dass ein Mentoring-Programm alleine noch gar nichts bringt. Da haben Sie ja auch die entsprechende Erfahrung gemacht, ne? Also ich hatte das Glück, ich habe ja das Mentoring-Programm mitgemacht vor ein paar Jahren und ich hatte das Glück, dass ich einen Mentor hatte, der eigentlich sich jetzt nicht auf das reine Ratschläge erteilen spezialisiert hatte, sondern der mich auch wirklich viel mitgenommen hat, mir ein großes Netzwerk geschenkt hat, sozusagen Kontakte für mich gemacht hat und das wirkt also noch unglaublich gut nach einfach. Ja. Also das ist eher auch so eine Art von Sponsoring, Herr Professor Wagner. Ja, ich wollte grundsätzlich nochmal sagen, das, was innovative Personalpolitik oder innovatives Personalmanagement betrifft, wir zumindest bei den deutschen Firmen, die ich kenne, noch viel Luft nach oben haben. Das muss man schon sagen. Also, mehr als bei anderen Firmen, also ausländischen Firmen. Also ich finde, die Personalpolitik, die Personalstrategien in den meisten Firmen nicht innovativ genug. Man kann eine ganze Menge machen, was Flexibilisierung, Individualisierung betrifft. Über Sabbaticals hat man sich vor 20 Jahren schimmelig gelacht. Jetzt kommt er so langsam. Und das Thema Frauenförderung, da muss man auch innovativ sein. Und ich sag mal, wir hatten vor zig Jahren das Thema Humanisierung der Arbeitswelt. Das hört sich sehr human an, Humanisierung. Das war auch ein Arbeitsplatzabbau, Technologie, Erneuerungsprogramm. Und meine These ist, wenn der Arbeitsmarkt bestimmten Personen in die Hände spielt, dann müssen die Firmen das nutzen. Das ist der Punkt. Es kommt ja noch dazu, demografischer Wandel, dass wir älter werden, bekanntlich, auch länger arbeiten müssen, dürfen, wollen, je nachdem. Und das Zauberwort, das hat die Kollegin Rumpf auch in Ludwigshafen gesagt, ist demografieorientierte oder lebensphasenorientierte Personalpolitik. Es ist doch ein Unding, wenn in der Zeitung vor ein paar Jahren stand, eine Direktorin, ich glaube bei Daimler, eine Juristin mit 40 aus Versehen, kann ich mal vorkommen, der Mann war dran schuld, wahrscheinlich ein Kind bekommt und dann innerhalb kurzer Zeit, wenn sie halbtags wiederkommt, weggemobbt wird. Das ist eine bestimmte Phase, genauso wie man kriegt Kinder oder man kriegt keine Kinder und dann muss es doch möglich sein, den Personen, die gut sind, entsprechende Unterstützung zu geben und da tun die Firmen zu wenig, sage ich mal, das ist ein bisschen plakativ, weil es Ausnahmen gibt und das ist auch Employer Branding, um dieses neumodische Wort zu brauchen. Man kann das auch nutzen, um eine tolle Personalpolitik mehr für Frauen auch zu verkaufen. Das wird zu wenig gemacht, ist meine Meinung. Konzentrieren wir uns. Gut. Konzentrieren sich denn die Unternehmen vielleicht auch zu sehr auf eine bestimmte Lebensphase? Frau Dr. Grün, Sie können ja dazu sicher einiges sagen, denn Sie haben ja auch sich mit dem Thema Burnout schon viel beschäftigt und dann gibt es ja immer so diese berühmten Jahre zwischen 30 und 40, so die Rush-Hour des Lebens. Einerseits werden Sie das ja wissen von Ihren Auftraggebern, also wenn Sie da mit jemandem ankommen, der ja, die 50 deutlich überschritten hat, ist es wahrscheinlich eher mal so, braucht man die noch? Andererseits Burnout, da sehen Sie dann auch eben die Folgen, wenn man zu viel versucht, in so eine Lebensphase zu stopfen.
Also zum einen war ich heute erst bei einem Klienten, das ist ein japanisches Unternehmen, und dann fragte der Kandidat, ein junger Familienvater, ob er denn auch einen Tag in der Woche Homeoffice machen könnte. Und dann sagte der Geschäftsführer, oh Gott, er hat das schlimme Wort gesagt. Und dann gucke ich ihn an, ich wusste überhaupt nicht, was er meinte. Und er sagt, ja, Homeoffice, also das gibt es bei uns überhaupt nicht. So, und so geht es natürlich überhaupt nicht. Also das ist heutzutage, ich meine gut, die IT-Firmen und Silicon Valley und so weiter, die lachen da alle drüber. Aber es gibt immer noch viele Unternehmen, bei denen das ein Riesenthema ist. Also da ist wirklich Präsenz gefragt und koste es, was es wolle. Das ist das eine. Das andere ist, der Altersdurchschnitt irgendwie ist natürlich erfreulicherweise ein Stückchen nach oben gerutscht. Also was früher irgendwie bei uns jenseits der 45 vielleicht gar nicht mehr eingeladen wurde zum Gespräch, hat sich jetzt locker auf Anfang 50 hochgeschraubt. Und da sind die Kandidaten für die Unternehmen immer noch sehr, sehr interessant und sehr wertvoll. Und auch für CEO-Positionen geht es auch locker schon mal Mitte 50, 6, 57 ist also auch noch gefragt im Moment. Und für die Frauen als solches, das Thema Burnout oder Burnout-Prophylaxe, da stellen wir aber also sowohl Frauen als auch Männer fest, die steigenden Anforderungen, Internationalität, permanente Erreichbarkeit, Kostendruck und so weiter und so fort, sind alles Themen, die die Gesundheit nicht besser werden lassen, der Manager. Und es ist dieser berühmte Spruch, wer mal irgendwie für was gebrannt hat, kann auch ausbrennen. Also es ist ja auch immer mit noch so einem positiven Eck belegt. Irgendwie man hat sich mal so wahnsinnig engagiert, dass man dann tatsächlich auch erschöpft sein kann und ausgebrannt sein kann. Aber das trifft Frauen auch in besonderem Maße, weil sie natürlich doch sich immer noch mehr verantwortlich fühlen für die ganze Familienorganisation, für die Kinder. Auch, dass die Beziehung irgendwie stimmt, dass das soziale Umfeld stimmt und so weiter und so fort. Und das war für mich ein sehr spannendes Thema, auch in den letzten Jahren, dass ich eben gesehen habe, die Führungskräfte, was passiert denn eigentlich mit denen? Natürlich, die Möglichkeiten und Chancen werden immer größer und internationaler, aber auf der anderen Seite werden die Anforderungen einfach immer höher. Und gerade Frauen trifft einfach das Thema Burnout in dieser Doppel- oder Dreifachfunktion sehr, sehr häufig. Ja, Frau Dr. Tschirner, Sie wollten dazu was sagen. Naja, und vorhin haben wir die Frage diskutiert oder gehört, dass viele Frauen, die dann ganz weit nach oben kommen, einen Mann wiederum haben, der ihnen den Rücken frei hält. Und wir können uns ja generell mal fragen, ob das überhaupt ein Modell ist, was wir haben wollen, dass wir einfach die Situation umdrehen, weil wir dem Thema Burnout damit ganz sicher nicht begegnen werden, weil wenn der Druck, die Familie zu ernähren und da erfolgreich zu sein, jetzt auf dem anderen Geschlecht lastet, bringt uns langfristig auch beim Thema, was Herr Professor Wagner gesagt hat, Demografie natürlich keinen Schritt weiter. Wir müssen deswegen ja über neue Modelle nachdenken, wie Jobsharing, Topsharing, ja, Möglichkeiten, dass beide Verantwortung übernehmen, aber nicht zu einem Grad, wo sie komplett ausgebrannt und fertig sind. Und dann, also wie viel kenne ich auch aus dem Coaching, aus anderen Situationen, die psychosomatischen Kliniken bevölkern in Deutschland, und es werden immer mehr. Es lohnt sich zu investieren, meine Damen, meine Herren, in psychosomatische Kliniken, hat mir ein Chefarzt einer Klinik gesagt, naja, weil es beide Geschlechter in der Tat betrifft. Und wenn wir nicht gucken, dass wir, wie entlasten wir die, die in die Positionen kommen, ist 60 bis 80 Stunden, muss das sein? Oder denken wir über ganz andere Modelle in der Zukunft nach? Aber man denkt ja über diese Modelle schon sehr lange nach und man erlebt sie dann doch nicht so oft. Vielleicht, wenn wir nachher so ein bisschen ins Publikum geben, vielleicht hat dann jemand noch positive Beispiele. Aber haben Sie positive, ganz konkrete Beispiele von Firmen, wo das funktioniert? Die habe ich so leider noch nicht, aber ich möchte gerne noch was ergänzen. Ich glaube, dass der Handlungsdruck ein größerer ist noch als vor 10 Jahren zum Beispiel. Denn gerade auch die selbstverständlichen Erwartungen der jüngeren Generation an die Vereinbarkeit von Leben und Arbeit, auch an eine gleichberechtigte Aufteilung von Familiensorge und Erwerbseinkommen und einer Karriere. Also wenn man sich da die Zahlen jetzt, die neuen, anguckt, da ist eine ganz andere Selbstverständlichkeit der jungen Frauen und Männer zu sagen, wir wuppen unser Familienmodell gemeinsam, ohne dass einer
von uns beiden quasi karrieretechnisch auf der Strecke bleibt. Und das bringt schon in die Unternehmen, die nehmen das wahr, dass die jungen Leute da anders unterwegs sind, mit anderen Fragen auf sie zukommen. Also dass eben jemand die Frage stellt, wie ist das denn mit dem Homeoffice? Das ist ja Gott sei Dank jetzt kein Einzelfall mehr. Und je mehr diese Fragen gestellt werden, da kann man immer nur dazu ermutigen, das ist der Impuls, das ist der Treiber, an dem Organisationen dann auch handeln müssen und sagen, wenn ich diese Potenzialträgerinnen und Träger für mich gewinne, dann müssen wir uns in unseren Strukturen verändern. Und natürlich gibt es da Beispiele. Also es gibt natürlich Großunternehmen, die weggegangen sind zum Beispiel von einer völligen Präsenz, die quasi die Arbeitszeit quasi völlig als Vertrauensarbeitszeit in die Hände ihrer Mitarbeiter gelegt haben, die da auch in Lernkurven unterwegs sind. Und die ihre Erfahrungen damit sammeln. Aber ich glaube, das hängt auch immer sehr eben an der Unternehmenskultur, zum Beispiel bei der MTU. Das ist ein sehr sicherheitsgeprägtes, hochtechnologisches Unternehmen. So habe ich es immer wahrgenommen. Gibt es natürlich andere Möglichkeiten als jetzt zum Beispiel in einem Kommunikationsunternehmen, wo ich viel schneller und leichter vielleicht auch mal mit dem Laptop woanders arbeiten kann. Ich glaube, da muss man in der Tat auch immer sehr genau darauf gucken, was für Möglichkeiten gibt es in der jeweiligen Branche. Der Titel hier heute Abend heißt ja nun Mehr Frauen, mehr Gewinn. Das Memorandum gibt es seit 2010, das ist jetzt also im 7. Jahr. Haben Sie denn da positive Rückmeldungen auch aus den Unternehmen? So, das lohnt sich. Bei uns ist jetzt, ja, wir sehen das als mehr Gewinn oder auch es ist wirklich gut für die Bottom Line. Also ich glaube, die Unterzeichnung des Memorandums ist für die Unternehmen zunächst mal ein ganz klares Commitment zum Thema Diversity und Gender. Und es stärkt die, ich sag's mal so, die intrinsische Motivation und Überzeugung, dass das eigentlich der Innovationsmotor der Zukunft sein muss. Denn rein aus einer weiteren Optimierung unserer Arbeitszeit und einer noch besseren Strukturierung der Prozesse werden wir nicht die Innovationsimpulse ziehen, die wir auch in den Unternehmen oder auch als Land, als Gesellschaft brauchen. Und insofern glaube ich, weiß man auch historisch, dass immer dann Innovation entstanden ist, wenn unterschiedliche Einflüsse zusammengekommen sind. Also Bayern hat ganz stark davon profitiert, zum Beispiel als Bundesland. Und ich glaube, das gilt es auch auf die Unternehmen zu übertragen. Und diesen Lernprozess, in dem stecken alle. Und dass das kein leichter Prozess ist, ich glaube, das ist auch eine unserer ganz zentralen Botschaften, dass wir nicht zu schnell aufstecken dürfen, dass wir nicht müde werden dürfen, sondern dass wir uns dessen bewusst sind, dass da Prozesse, Routinen, eine Geschichte verändert wird, aber im Sinne eines besseren Miteinanders, das einfach den Bedürfnissen der Zukunft auch besser entspricht. Und deswegen glaube ich schon, keines dieser Unternehmen ist bisher aus dem Memorandum ausgetreten. Alle sind mit Energie und einer hohen Ernsthaftigkeit in diesem Prozess unterwegs. Und es am Ende in Zahlen zu messen, ich glaube, da sind wir noch dran, aber wir haben, glaube ich, ein gutes Gefühl dabei. Es geht also nicht nur darum, Frauen gute Jobs zu verschaffen, also nicht nur so eine Frage der gesellschaftlichen Gerechtigkeit, sondern es geht tatsächlich um Innovation. Es geht ja generell auch tatsächlich um Wirtschaftswachstum, auch wenn man das weltwirtschaftlich betrachtet. Und es geht eben auch darum, den Erfordernissen oder den Anforderungen der Arbeitswelt der Zukunft da überhaupt mithalten zu können, dem gerecht zu werden in einer Welt, die immer schneller wird, mit mehr Flexibilität, um da die Lasten so einigermaßen gleich zu verteilen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja, Frau Dr. Czerny. Was ja bei dem Thema Diversity oder auch jetzt bei dem Thema Frauen in Führung sehr spannend ist, natürlich sind wir alle ungeduldig, weil die wir jetzt leben und jetzt arbeiten, hätten wir ganz gerne, dass das alles viel schneller geht. Ich bin ja ursprünglich mal Politikwissenschaftlerin gewesen und habe mich mit der europäischen Integration beschäftigt. Und wenn ich da für mich so die Parallelen sehe, dann bin ich immer ganz entspannt. Ja? Oder das Elektroauto ist auch ein schönes anderes Beispiel. Ja? Da gibt es Menschen, die sind seit 30 Jahren in den Unternehmen zum Elektroauto unterwegs. Damit will ich nicht sagen, liebe Damen, haben Sie weiterhin Geduld, sondern wir müssen einfach wahrnehmen, ja, es braucht einen Motor. Ein Motor ist dafür immer, dass man sich zusammenschließt, um Dinge nicht alleine zu tun, ohne die deutsch-französische Freundschaft, ja, und ein Stück weit diese Sonderrolle, die beiden eingegangen sind, wären wir mit Europa an vielen Stellen nicht so schnell vorangekommen. Und so kommen wir auch bei dem Thema Frauen in Führung nicht schneller voran, wenn die Unternehmen nicht für sich verstehen, es macht wenig
wenig Sinn, Hochglanz nach außen zu transportieren, sondern es macht Sinn, wirklich zu gucken, wo haben wir da Ansatzpunkte, was machen die anderen, sich über die eigenen Experimente auszutauschen, Fehler auch einfach mal zu riskieren und nicht zu sagen, okay, es muss sofort immer alles ganz perfekt sein, was wir tun, sondern wir dürfen einfach mal etwas ausprobieren. Und ich denke, im Moment haben wir in Deutschland eine ganz gute Bewegung, wo man merkt, es ist mehr Interesse daran, hat auch mit Digital Leadership natürlich zu tun, es ist immer mehr Interesse daran oder Notwendigkeit auch da, Dinge auszuprobieren, ja, weil man den großen Wurf nie gleich hinbekommt. Also auch wenn man im Weißen Haus jetzt einen Präsidenten hat, der sich ein fast, fast rein männliches Kabinett zusammengesucht hat, dann sagt man, das ist Ansporn erst recht und wir hier, wir gehen jetzt einfach voran, auch was Europa angeht, finde ich sehr ermutigend. Sie sagten eben so, meine Damen, Sie müssen sich jetzt gedulden oder so, das darf man nicht sagen. Sie müssen sich jetzt auch nicht mehr gedulden, weil ich würde jetzt gerne einfach hier in den Saal geben und Sie um Fragen bitten. Mein Name ist Dorothee von Bose. Ich habe eine Frage, wenn wir jetzt mal weggehen vom Persönlichen hin. Frau Grün, würde mich das interessieren. Es gibt eine Studie, ich glaube, vom Fraunhofer-Institut, ich bin aber nicht ganz sicher, die sagt, dass die Organisationen, in denen Frauen zunehmend in Top-Positionen kommen, nehmen wir mal die Branche der Medizin, A, am Thema Ansehen verlieren und das durchschnittliche Gehalt sinkt. Können Sie das aus Ihrer Beobachtung bestätigen? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage schließt sich da an, die 200 erfolgreichsten Unternehmen in Deutschland sind fast rein mit von Männern geführt. Jetzt ist auch noch mal die Frage, warum sollen die das ändern? Also mal so, also wenn man es mal von Organisationsseite her sieht, ja, dann nicht unter der Gerechtigkeitsdiskussion. Das würde mich interessieren. Zahlenmäßig kann ich es natürlich nicht belegen, aber aus meiner Erfahrung und auch von Berichten, die ich gelesen habe, sind Unternehmen, die Frauen auch im Board haben und auch tatsächlich in den Führungsgremien erfolgreicher als die, die rein Männer geführt sind. Und außerdem, warum sollen die das ändern? Sie kommen an den Frauen nicht mehr vorbei, aus meiner Sicht. Die demografische Entwicklung, die nachfolgende Generation, die jungen Frauen legen Wert auf Vorbilder, die sie haben. Die gehen auch nicht mehr in Unternehmen, die nicht entsprechend ihre Kampagnen, ihre Anzeigen, ihre ganze Kommunikation auch auf Frauen ausrichten. Und die Unternehmen können auf die Frauen nicht verzichten. Also ein paar glauben es noch, aber auch die werden aus meiner Sicht in den nächsten Jahren umdenken müssen. Ja, das ist natürlich eine sehr schwere Frage und wahrscheinlich dauert das noch sehr lange, bis es in den Top-Regionen zu Veränderungen kommt. Aber Beispiele aus dem Hochschulbereich, also wo ja der Anteil der Professorinnen, das ist natürlich auch abhängig vom Fach, aber durchaus in manchen Fächern jetzt so bei 30% schon liegt, dann wenn Sie sich die Zusammenkünfte ansehen in den Leitungsgremien, auch bei uns damals im Präsidium, kann man schon sagen, dass da niveauvollere Diskussionen stattfinden. Also man nimmt sich als Mann dann auch eher zurück, dieses Hahnengehabe nimmt ab. Das ist wirklich so, wenn da mehr Frauen dabei sind. Frauen haben natürlich auch andere Strategien, das muss man auch nochmal sagen, beim Verhandeln, wo auch Männer alt aussehen können. Und das muss man natürlich mehr, vielleicht nachher beim Wein, das muss man dann stärker dann auch in den Vordergrund schieben. Bei den Krankenhäusern ist das eine Diskussion, wobei das ja so ist, dass in den deutschen Krankenhäusern Arbeitszeiten sind, die ja im internationalen Vergleich viel zu hoch sind und ein chirurgischer Chefarzt, also männlich, der wird ja eigentlich nur noch durch das Adrenalin zusammengehalten. Und die sagen natürlich schon, je mehr Frauen jetzt hochkommen, wird die ganze Führungskultur sich verändern. Aber ob das zum Nachteil ist, ist die Frage. Das ist sehr offen. Ich glaube es nicht. Ich sehe es eher vorteilhaft. Wer traut sich? Mutige Frauen sind genug im Raum, ich weiß es. Hallo, mein Name ist Lydia Sommer. Ich habe
heute Abend bei der Diskussion auch festgestellt, dass man eigentlich auch von verschiedenen Problemfeldern spricht. Einmal ist das, wie verändern sich die Unternehmen, wie müssen sich die Unternehmen verändern, für Frauen wie für Männer? Wie bilde ich im Unternehmen, wie fördere ich im Unternehmen Frauen weiter aus? Und die nächste Ebene ist, wie kommt man als Frau, als Quereinsteiger in eine Top-Position hinein? Und Top-Position meine ich erste Führungsebene unterm Vorstand, Aufwärtsvorstand und so weiter. Das sind unterschiedliche Ebenen, weil im Vorstand können Sie nicht mehr über irgendwelche Sozialleistungen im Unternehmen für Familienpflege und dergleichen hören. Da müssen Sie 24/7 arbeiten, die Verantwortung geben Sie nicht mehr ab. Die Frage ist, wie kommen Sie rein? Und viel wichtiger ist die Frage, wie können Sie sich dort halten, Ihr Netzwerk aufbauen, das Sie als externer Einsteiger gar nicht haben, und entsprechend sichern. Und vielleicht sollten wir da auch allesamt in den Diskussionen hergehen, den Elefanten aufteilen, slice the elephant, und über die einzelnen Themen sprechen, weil die sind gigantisch genug. Das Thema, wie verändern sich die Unternehmen, das ist, ja, das geht mit der Zeit, der Druck wird immer höher und das wird sich immer weiter verändern. Der Druck kommt eben durch die Globalisierung, durch die Digitalisierung, durch die Arbeitsfachkräftemängel, den wir hier in Deutschland haben. Das andere Thema, das haben wir schon lange. Das wird durch Öffentlichkeitsarbeit immer publiker, aber es gibt genauso genügend Beispiele, wo Frauen, die extern in den Vorstand gekommen sind, sich dort nicht halten konnten. Also da ist es natürlich in der Tat zum einen das Netzwerk, was sich die Frauen aufbauen müssen. Aber es gibt auch genügend Organisationen und große Konzerne in Deutschland, da haben auch Männer von extern keine Chance. Also man muss es einfach so sagen, es gibt ein paar Unternehmen in Deutschland, die züchten seit Jahren ihre Eigengewächse in den Vorstand und machen, und das ist auch natürlich für die Mitarbeiter intern Motivation zu sagen, also ich habe die Möglichkeit, mich intern bis zum Vorstand weiterzuentwickeln, und es wird seit Jahren so gepflegt und gepredigt. Ab und zu haben sie dann die Idee, und jetzt gerade in dem Thema Frauenförderung, dass sie jetzt mal eine frei werdende Vorstandsposition von extern besetzen, und dann wird es leider auch noch eine Frau. So, und diese Frau hat aber überhaupt keine Chance, weil auch ein Mann von extern hätte keine Chance gehabt. Also da kann man fast gar nichts tun dagegen, weil das ganze System nicht dahinter steht. Und sie das Netzwerk nicht hat, sie die Strukturen nicht kennt, sie diese versteckten Regeln nicht kennt, die einzuhalten sind, wenn man dann in so eine Position kommt. Deswegen sind da auch leider schon einige Frauen dran gescheitert, die alle durch die Presse gingen, weil sie einfach den Rückhalt nicht hatten von intern. Und die Männer sagen dann auch gerne, naja, jetzt haben wir es ja probiert irgendwie mit einer Frau, jetzt können wir als nächstes wieder den Mann nehmen. Und das hat sich leider schon ein paar Mal wiederholt jetzt in den Unternehmen. Professor Wagner, Sie wollen was sagen? Ja, aber ganz kurz gerne, nur, ganz kurz, Entschuldigung. Ich hätte trotzdem noch ja, eine Nachfrage dazu, weil ich beschäftige mich wirklich schon lange mit dem Thema und ich habe für mich noch nie klären können, warum ist das in Deutschland ein ganz besonderes Problem? Denn es funktioniert in vielen anderen Ländern besser. Ja, da bin ich so ein bisschen überfordert. Also die Frage. Nee. Sie sagten ja vorhin auch selber, ne? Bei dem Professor. Naja, die Frage ist, ob in Deutschland diese Art der Personalentwicklung anders läuft. Das kann sein, wobei die letzten Jahre das aber aufgebrochen ist, dass ja Top-Manager wechseln. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Also, dass Manager von Siemens oder von der Deutschen Bank immer dort geblieben sind. Und irgendwann haben sie dann angefangen, McKinsey-Manager, das ist natürlich auch so ein Thema, oder andere Leute in die Vorstände, also so kreuz und quer, zu berufen. Und vielleicht ist das in Deutschland extremer, aber da bin ich jetzt wirklich überfragt. Ich kann das jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt französische Firmen nehmen, könnte ich mir vorstellen, da gibt es ja auch diese Elite-Netzwerke, ob das da so viel anders ist. Aber nochmal zu Ihrer Frage und zu dem, was Sie sagen. Und Sie kennen die Person ja auch. Also wenn Sie beispielsweise bei Shell irgendwann mal als Justiziarin in der Rechtsabteilung gearbeitet haben, dann in eine ähnliche Position bei der Deutschen Bahn AG kommen, dort Personalvorstand werden
und im Aufsichtsrat der Top-Manager von BASF sitzt und der holt Frau Sokale rüber zur BASF, dann läuft das bestens. Und da ist es fast schade, dass sie mit 60 jetzt regulär in den Ruhestand geht, weil es da so üblich ist. Ne? Aber das ist ja dann wieder genau das Beispiel, dass das über Netzwerke läuft und über ja, Verflechtungen und zu denen möglicherweise Frauen nicht so Zugang haben. Ich finde es immer sehr spannend, wie in der Presse darüber berichtet wird, warum Frauen sich in Vorständen oder Geschäftsführungen zum Beispiel nicht halten können. Und das ist natürlich schon immer ein tiefer Griff in die Stereotypenkiste, das muss man so sagen. Also da wird einfach dann beschrieben, sie hat nicht den richtigen Ton im Umgang mit den Mitarbeitern gefunden. Also es ist ein Stück weit die Absprache von Sozialkompetenz quasi im Umgang oder manchmal auch wirklich das reine Infragestellen von fachlichen Kompetenzen. Wo ich mir denke, das ist, wenn männliche Vorstände, die ja auch mal aus Unternehmen rausgehen, da bekommt es natürlich zum einen nicht diese Öffentlichkeit und es ist oftmals nicht mit diesen Angriffen auch auf dieser persönlichen Ebene verknüpft. Und das ist natürlich schon nochmal Ausdruck dafür, dass diese sehr erfolgreichen Frauen, die dann oftmals ja zum Beispiel auch auf Familie verzichtet haben und auf Kinder und dann einen harten, langen Weg gegangen sind und dann vielleicht in der Position diese Netzwerke und die Unterstützung nicht bekommen haben, dann auf der anderen Seite sozial auch nochmal dafür abgestraft werden. Und ich denke, da sind wir ein Stück weit alle auch miteinander in der Verantwortung, da ein bisschen einen reflektierteren Blick quasi auf die Prozesse und die Strukturen zu werfen. Ich kann nicht sagen, ob das in anderen europäischen Ländern anders ist, aber es ist eine Konstante, die sich in der Berichterstattung einfach auch durchzieht. Es ist natürlich sehr ungünstig, kein Mikrofon zu haben, wenn man so als Presse direkt angegriffen wird. Aber nein, ich meine, da sprechen Sie natürlich was Wichtiges an. Ich meine, das ist ja auch dieses Scheinwerferproblem. Der Scheinwerfer ist immer auf der Frau und wenn die es nicht schafft, dann wird das von allen Seiten beleuchtet. Ja, wohingegen ein Mann, der nicht gerade Vorstandsvorsitzender ist, sondern irgendwie Personalvorstand überhaupt nicht stattfindet in der Presse. Ja, das ist natürlich so. Jetzt gibt es aber eine Frage von oben. Ja, aus luftigen irgendwo. Höhen, bitteschön. Ich war vor einigen Tagen auf einer Hauptversammlung eines DAX-Unternehmens. Die haben im Vorstand ganz offen gesagt, dass sie händeringend eine Frau suchten und keine qualifizierte Frau fanden. Das wäre Punkt 1. Und der zweite Punkt ist, wenn ich so die Zeitung lese, den Wirtschaftsteil, dann merke ich immer wieder, dass Frauen sehr frühzeitig aus ihren Positionen wieder ausscheiden. Ich will nichts Ihnen unterstellen, aber meistens nach 2-3 Jahren werfen Sie das Handtuch. Wie ist dieses Problem zu lösen? Einfach die Qualifikation und die Ausdauer in diesem Vorstand zu verbleiben. Naja, also das mit der Ausdauer ist so ein Thema. Das ist vielleicht auch eine Stereotype, aber oftmals wahr. Also Männer sind auch mehr orientiert nach Ruhm, Macht und Ehre und sind länger bereit, das auszuhalten und Schmerzen dafür in Kauf zu nehmen und sich Schmerzensgeld bezahlen zu lassen und dafür auch viele Dinge einfach hinzunehmen. Frauen, wenn sie mal in der Position sind, denken sich, habe ich ja eigentlich gar nicht mehr nötig. Ich habe das jetzt erreicht und irgendwann rutscht mir doch den Buckel runter. Also das muss man wirklich so sagen, das habe ich schon öfter gehört und auch Frauen sind dann wieder zufrieden damit, auch in eine zweite Reihe zu gehen und da zufriedener zu arbeiten, als sich da ganz oben permanent irgendwie dem Druck auszusetzen. Und die Qualifikation, dazu kann ich jetzt natürlich nicht viel sagen, irgendwie warum die niemanden finden, aber oftmals sind natürlich... Ja, das wollte ich nicht sagen. Also ich habe es mitbekommen, einmal bei einer Aufsichtsratssuche, da suchten wir eine Nachfolgerin für einen habilitierten ehemaligen CEO aus der Automobilbranche und dass diese Frau, die wir suchten, sollte eben auch idealerweise CEO sein, aus der Automobilbranche, Ingenieurin mit entsprechend langer Erfahrung und die gibt es nicht. Und international natürlich auch noch, genau. Und wenn solche Maßstäbe angelegt werden, dann für die Qualifikation einer solchen Vorstandsposition, kann es auch sein, dass man sie nicht findet. Oder die drei, die es gibt, in dem Fall nicht wollen.
Na, und wir können uns auch manchmal fragen, ob wir da bei den Vorständinnen nicht auch an einem Punkt sind, wo wir vor 20 Jahren grundsätzlich beim Thema Frauen auch in Führung auf unteren Ebenen waren. Ja, ich kann mich an unsere Anfänge erinnern, erstes regionales Mentoring-Programm in Deutschland. Wir kommen ja ursprünglich aus der Forschung und haben Mentoring-Programme erforscht und da gab es ein Unternehmen, das hatte das mal ausprobiert. Naja, und war sehr froh festzustellen, dass es nicht funktioniert. Naja, weil es ja schon auch so Phasen gab, ja, da wollten sich alle darin bestätigen, dass das nicht funktioniert mit Frauen in Führung. Und wir dürfen jetzt bei den Vorständinnen nicht genau wieder die gleichen Fehler machen. Erstmal stellen wir fest, dass da eine alleine in diesem ganzen Vorstand sitzt. Ja? Und da dürfen wir uns jetzt alle mal überlegen, wie wahnsinnig sexy und gemütlich oder wie auch immer das ist. Klar, Vorstand muss nicht gemütlich sein. Aber es ist eine völlig andere Arbeits- und Lebenssituation, wenn ich in ein bestehendes Team reinkomme, kein Netzwerk im Unternehmen habe und dann versuche, irgendetwas dagegen die anderen durchzusetzen. Dann ist natürlich auch nochmal spannend, wenn sie dann tatsächlich rausfallen, sehen wir ja auch, dass gar keine Netzwerke vorhanden sind. Die Männer sind in 0, nix wieder irgendwo untergebracht und tolle Frauen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, Stratmann, Schick, wen auch immer, die werden dann alle Coaches. Also eine tolle Frau wird nicht Coach oder ist noch kein Coach, das ist Frau Stoll. Und ich würde Sie gerne ganz persönlich ansprechen, weil Sie ja die Dame aus der Industrie sind, über die wir alle hier sprechen. Das heißt, wie erleben Sie Ihren Weg? Wie erleben Sie die Dinge, die sich positiv entwickelt haben, die sich nicht so positiv entwickelt haben, jetzt gerade auch aus der Diskussion heraus? Gut, jetzt bin ich ja leider nicht in der ganz höchsten Führungsebene. Personal von uns ist anwesend. Also gut, was ich ja schon erlebe, ist das Thema, als ich Führungskraft geworden bin, war ich sehr alleine. Und ich glaube, es bedarf einfach auch den Mut der Vorgesetzten zu sagen, ich nehme die Frau. Also das war, glaube ich, auch bei meinem Chef das erste Mal, dass da in dem Bereich dann eine Frau genommen worden ist. Mittlerweile sind wir mehrere. Also es ist einfach dieses, ich glaube, man muss einfach sagen, man muss der Sache auch ein bisschen Zeit geben. Und ich denke, wenn man sieht, es läuft auch, dann ist es auch einfacher. Ich glaube schon, dass es schwierig ist. Ich glaube, dass es auch in einem reinen Frauenbereich schwierig wäre, auf einmal einen Mann da zu platzieren. Also insofern denke ich, vielleicht braucht es noch ein bisschen Zeit. Aber es ist so, bei den Mitarbeiterinnen, die ich habe, weiß ich genau, die denken für sich auch, ich kann es auch. Die sehen ja, das geht. Also war das für Sie ein besonders großer Druck, muss ich jetzt doch nochmal nachfragen, da so die Erste zu sein und zu wissen, so, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann wird es vielleicht schwierig? Das habe ich damals nicht so gesehen. Damals habe ich mich hauptsächlich gefreut und dachte mir, ja. Wir haben jetzt ganz viel über die großen DAX-Unternehmen gesprochen. Ich bin Vertreterin des Mittelstands und in der Top-Führungsebene in einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen und noch bayerisch und schwäbisch dazu. Also insofern alle Klischees, die man sich nur vorstellen kann. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass es Mut braucht zu kleinen Schritten und die Nachhaltigkeit. Ich glaube, das, was eben zu kurz kommt, ist, wir suchen immer nach ganz großen Lösungen und wir suchen immer nach generellen Regelungen. Ja, und meine Erfahrung ist einfach auch in unserem Unternehmen, dass es gute Beispiele braucht, die ganz klein anfangen. Und es ist meine Rolle und Aufgabe als Topfrau, diese auch nach außen zu bringen. Und dann bewegen wir was. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Moment, was wir häufig vergessen in diesen Diskussionen. Darf ich Ihnen jetzt eine Frage stellen und fragen, die kleinen Beispiele, die kleinen Schritte, können Sie vielleicht noch mal so 2, 3 nennen, so zum Mut machen? Ja, klar. Also ich habe zum Beispiel jetzt zum ersten Mal 2 Frauen in eine Teilzeitführungsrolle geschickt, die beide jetzt nach einer Familienphase das probieren. Ja, und wir haben ganz viele Männer, die momentan beispielsweise auch Elternzeit machen und ich fördere das massiv. Es sind kleine Schritte und ich nehme jede Diskussion auf mit einem männlichen Chef, ja, der darüber beispielsweise noch urteilt. Ja, wir haben auch eine Frau, die beispielsweise gesagt hat, ich kann die Führungsrolle nicht mehr ausfüllen, die in eine andere Funktion gehen wollte und die mit sehr viel Häme teilweise noch betrachtet worden ist. Und da ist es auch meine Aufgabe als Topfrau, nachhaltig den Mut zu haben und das zum Thema zu machen und einfach auch zu konfrontieren. Und ich glaube, das kommt einfach häufig zu kurz.
Also dazu würde ich gerne noch sagen, was für die Frauen jetzt, ob Großkonzern oder Mittelstand, wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist dieses Netzwerken und untereinander sich wirklich auch helfen. Da sind die Männer wirklich Vorreiter und Meister darin, auch noch, sei es auch durch diese alten, tradierten Verbindungen, Studentenverbindungen, Chors, irgendwelche Ausbildungen, MBA oder sonstige Organisationen, und unterstützen sich wirklich viel, viel mehr, als die Frauen das tun. Und da würde ich an Sie alle appellieren wollen, helfen Sie den Frauen in den Steigbügel, weil nur so kommen wir doch tatsächlich weiter. Das wird bisher viel zu wenig gemacht. Aber vielleicht wichtig an der Stelle dann auch bewusst wahrzunehmen, ja, wir haben es ja da auch mit Gruppendynamik zu tun. Das heißt, wir können auch nicht immer gleich erwarten und dann Frauen an den Pranger stellen, wenn sie die zweite Frau, die dann kommt, nicht gleich unterstützen, weil die Minderheit ja unterstützt erstmal die Mehrheit. Das ist ein gruppendynamisches Phänomen. Und da Verständnis zu haben, wenn die beiden Frauen vielleicht an der Stelle nicht sofort immer einer Meinung sind, sondern eben auch andere Prozesse ablaufen. Ja, gibt es noch eine letzte Frage? Keine bösen Männer gefunden, aber da jetzt Vermerkung. Ich hatte, ach so. Ich glaube auch, es geht nicht nur um die Frauen, die wir als Beispiele brauchen. Es geht auch um die Männer, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und auch das Thema Homeoffice beispielsweise ist etwas, was du einfach auch tun kannst als Führungskraft. Du brauchst nicht eine Regel, die ein Unternehmen ausspricht. Ja, und es gilt für Männer und Frauen. Also ich kann das nur bestätigen. Also wir hatten bis vor kurzem ein Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Flexico KMU, das spielte in Klein- und Mittelbetrieben verschiedener Branchen in Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Und das sind das gerade diese Konzepte, die viel mit Arbeitszeit zu tun haben, die für Männer und Frauen gelten und die aber auch für den Betrieb eine große Rolle spielen. Ich habe eine lange Zeit mit mir gerungen, ob ich das noch erzähle. Ich habe mich entschieden, es zu machen, auf die Gefahr hin. Naja, Folgendes. Ich war ja lange Zeit Vizepräsident und jedes Jahr gab es dann ein Event in der Staatskanzlei, wo im Rahmen des Mentoring-Programms für Frauen in Führungspositionen Urkunden verliehen wurden. Und dann tauchte die Ministerin auf, es war Frau Wanka, die jetzt die Bundesministerin ist, und ich als zuständiger Projektleiter. Dann hat sie immer eine Rede gehalten, ich habe dann auch eine kleine Rede gehalten. Und dann hat sie in ihrer Rede auch darauf verwiesen, auf die Netzwerke, die die Männer haben. Als ich dann nach vorne ging, habe ich dann gesagt, ja, das ist ein wichtiger Punkt, aber mittlerweile bin ich der Meinung, dass auch Frauen beginnen, Netzwerke zu bilden. Daraufhin hat Frau Minister angefangen, Notizen zu machen. Und in meiner durchaus auch eitlen Art habe ich gedacht, die ist jetzt so beeindruckt, die wird dann später mit mir eine kleine Diskussion anfangen über dieses Thema. Als ich dann zurück auf meinen Platz bin und neben ihr saß, habe ich auf den Zettel geguckt. Es war Freitagnachmittag, da stand drauf, Kartoffel, Äpfel, Birne. Das war die Einkaufsliste für das Wochenende. Dann würde ich jetzt, also gut, Frau Wertmann, Sie wollten noch die letzte Frage stellen. Ganz Frage oder beziehungsweise auch noch mal Kommentierung zu dem, was wir angesprochen hatten. Was gibt es an kleinen Schritten, die man tun kann? Aus einer Top-Frauen-Runde heraus gab es den Kommentar, immer wenn ich gefragt werde als Frau, als Top-Frau, wer fällt uns ein, wer könnte etwas tun, sofort in die Runde hineinzugeben, welche Frau haben wir dafür, welche fällt uns ein, intern oder extern, was häufig, auch gerade bei mittelständischen Unternehmen, immer zu einem Aha-Effekt führt, so nach dem Motto, ach ja, stimmt, daran hatten wir gar nicht gedacht. Also, da ist schon ein kleiner Schritt, immer dran zu denken. Jeder von uns kann sozusagen immer die Frage stellen, welche Frau wäre dafür richtig? Das finde ich jetzt ein ziemlich gutes Schlusswort.
Netzwerken ist wichtig, wirklich Sponsoring, also Frauen auch wirklich unterstützen, wenn man oben ist, andere unterstützen, dass sie auch hochkommen, so wie Sie es erzählt haben. Ja, oder auch Rat suchen bei Beratungsunternehmen. Ich würde sagen, Sie machen es jetzt noch gemütlich, trinken noch ein bisschen was, essen noch was oder fragen unsere Podiumsgäste, hier noch fragen denen noch Löcher in den Bauch zu all den Erfahrungen, wenn sie irgendeinem Unternehmen angehören, was noch nicht unterzeichnet hat bei dem Memorandum of Understanding. Ja, Sie sagen dann, wo man da unterschreiben kann, wo man sich da eintragen muss. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören und für die Fragen. Und ja, dann würde ich jetzt noch an Herrn Meyer übergeben, der hier jetzt auch noch ein paar abschließende Worte spricht. Ja, okay, dann klatschen wir jetzt einfach mal. Ja, herzlichen Dank. Ich fasse mich kurz. Ich bin total begeistert. Auf der einen Seite haben wir den ganz großen Bogen gespannt. Der deutsch-französische Motor Europa hat Eingang gefunden in diese sehr spannende, konkrete Frage heute Abend. Dazu muss man wissen, dass Frau Dr. Nadia Tschirner, so wie ich auch, einen französischen Lebenspartner hat. Das spielt dann auch nochmal eine Rolle wahrscheinlich. Also wir haben aus dem Nähkästchen geplaudert sozusagen. Und dann ist mir noch eine wahnsinnig schöne Analogie eingefallen, die ich vergessen habe am Anfang zu erwähnen. Ich bin von Kanada nach Potsdam zum Studieren gegangen, weil Professor Wagner 1995 der Papst der Cafeteria-Modelle war. Also nur Kurzfassung, Cafeteria-Modelle ist im Endeffekt genau das, was er heute gesagt hat, mit anderen Worten, Humanisierung, Flexibilisierung, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um eben auf die Lebensabschnitte der Leistungsträger einzugehen. Ich hoffe, sage jetzt hoffentlich nichts Falsches. Das war damals mein Grund und jetzt befinde ich mich im Café Luitpold mit dem Cafeteria-Papst, mit ganz vielen tollen Frauen und ja, das finde ich einfach wunderschön. Danke, dass Sie da sind. Diese Zusatzqualifikation hätte ich jetzt fast unterschlagen. Ich will Sie jetzt nur ganz kurz noch auf ganz viele, nicht ganz viele, eigentlich nur vier der ganz vielen Veranstaltungen hinweisen, die da noch im Raum stehen. Und zwar am 22.02. auch eine ganz, ganz tolle Frau, Ulrike Kriener, eine der Schauspielerinnen, wird sich mit Anselm Brigi und Nicolas Birkel in unserem Salon zu einer gelassenen Lebensführung unterhalten. Passt ja perfekt eigentlich im Anschluss an den heutigen Salon. Dann am 2.3. Slow Food, kulinarische Aufklärung oder Regionalluxus mit unserem Gastrosophen Peter Peter. 7.3. Salon Luitpold Tour de Nation mit dem Kursbuch. Da kommt der Journalist Gerhard Waldherr, der auch mal bei der Süddeutschen gewirkt hat, hat ein ganz tolles Buch über Deutschland, Inside, gesprochen, hat 22 Interviews geführt, unter anderem mit Machos wie Uli Hoeneß, aber auch mit ganz tollen Frauen. Und der letzte Hinweis, den ich Ihnen heute nicht vorenthalten will, ist am 11.03. unsere Küchenparty. Da öffnen wir die Küche. Passt ja irgendwie auch zum heutigen Abend. Und da kochen lauter Männer. Wir haben leider keine Frau in der Küche. Also lassen Sie sich von Männern verwöhnen am 11.03. Und jetzt wünsche ich mir, dass Sie alle noch ganz viele Netzwerke bilden und sich unterhalten und nutzen, dass wir hier so kompetente Menschen im Café Luitpold haben. Herzlichen Dank, dass Sie da waren und hoffentlich bis bald.